Servus! Schön, dass du wieder dabei hast in meiner Küche. Mir war heute noch was Süßes, aber nach der ganzen Platzerl-Esserei jetzt über die Feiertag nicht unbedingt nach Platzerl, sondern eher nach dem Kuchen. Und jetzt habe ich ein bisschen geschaut, weil ich habe auch noch einen Haufen Schokolade daheim gehabt und auch noch Nüsse vom Platzerlbacher selber. Und da habe ich jetzt ein Rezept gefunden für einen Schokoladenkuchen ohne Mehl. Dazu braucht man auch nicht so viele Zutaten und die habe ich jetzt eben alle daheim. Und der hat sich recht gut gelesen und er ist jetzt auch kein trockener Kuchen, sondern soll eher saftiger Kuchen werden. Und den möchte ich jetzt halt ausprobieren. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt es einfach dran. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Video. Zur Zubereitung brauchen wir folgende Zutaten. 5 Eier, die habe ich schon getrennt in Eiweiß und in Eigelb, 200 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm Haselnusskerne, 200 Gramm Butter und 150 Gramm Zucker. Als allererstes müssen wir die Mandeln in den Mixtopf geben, diesen verschließen. Und das Ganze müssen wir dann 10 Sekunden auf der Stufe 10 mahlen und dann umfüllen. Nach den 10 Sekunden schaut das Ganze dann so aus. Das füllen wir jetzt in eine Schüssel. So. Dann geht es weiter mit der Schokolade. Die geben wir jetzt auch wieder in den Mixtopf. Und dann haben wir das Ganze jetzt 10 Sekunden Stufe 8 zerkleinern. So schaut das jetzt aus und das fülle ich jetzt zu den Haselnüssen um. Dann haben wir jetzt schon mal alles zerkleinert, was wir zerkleinern mussten. Das sind jetzt die Schokolade. Dann müssen wir Butter und Zucker in den Mixtopf geben und das 3 Sekunden Stufe 5 vermischen. Und dann das Eigelb dazu. Also Butter. Dazu. Stufe 5. Dann das Ganze nach unten schieben. Jetzt recht schön vermengt. Schaut jetzt so aus. Dann sollen wir die Eigelb dazu. Oder? Und das Ganze dann hat 30 Sekunden Stufe 5 nochmal vermischen. Nun hat sich das alles schön vermischt. Schaut jetzt so aus. Das wieder alles ein bisschen nach unten schieben. Dann tun wir die Nuss-Schokoladenmischung dazu. Und das tun wir dann 40 Sekunden Stufe 5 vermischen. Das schaut dann so aus. Und in der Zwischenzeit schlage ich mir mit meinem Handrührgerät dann das Eiweiß steif. So, das könnt ihr natürlich mit dem Thermomix auch machen, aber ich war jetzt einfach zu faul,
dass ich jetzt dazwischen noch mal sauber mache, weil beim Eiweißschluck muss natürlich das alles sauber sein, sonst wird es nichts. Also, so ist es jetzt geworden. Mit einem ganz normalen Handrührgerät. Und dann müssen wir den Teig zum Eiweiß geben und die Masse dann in eine gefettete Springform. Also, jetzt tun wir erstmal den weg. Dann tun wir den Teig zum Eiweiß geben. Also, der hat das schon super. Ich freue mich da jetzt schon richtig drauf. Ich glaube, dass der wirklich super wird. Die Bewertungen stehen da drin, dass er super feucht innen bleibt. Also nichts Drucker. Schauen wir mal. Und dann müssen wir das vorsichtig unterheben. So, wenn sie das schön verbunden hat. Dann tun wir das in unsere vorbereitete Springform umfüllen. Da habe ich jetzt meine Silikonform. Das ist im Endeffekt auch sowas wie eine Springform. Die habe ich jetzt ein bisschen mit kaltem Wasser ausgespült, dass der Kuchen hier noch schön rausgeht. Und fülle jetzt da den Teig ein. Gut, also den tun wir jetzt in den Ofen bei 160 Grad Umluft für 60 Minuten. Ich werde aber definitiv dabei bleiben, nicht, dass er nicht so lange braucht. Aber schauen wir mal, wenn er fertig ist, dann sehen wir uns wieder. So, die Stunde ist um. Ich habe ihn jetzt noch ein bisschen abkühlen lassen und habe ihn mit Puderzucker bestreut. So schaut er jetzt aus. Und dann werden wir das gute Stück jetzt gleich mal kosten. Also innen ist er nur ganz feucht von der Schokolade und auch richtig schön schokoladig. Also der ist wirklich gut. Ja, ich muss gleich noch ein Stückchen probieren. Ich glaube, mit den Haselnüsse und der Schokolade, also das schmeckt wirklich super. Ich kann euch nur empfehlen, macht es nach, probiert es selber aus. Er ist wirklich super lecker und es ist auch ganz schnell gemacht und die Zutaten hat man eigentlich immer daheim. Ich hoffe, mein Video hat euch wieder Spaß gemacht. Über einen Daumen hoch, da würde ich mich natürlich gefreuen. Genauso über ein Abo. Ihr dürft ja jederzeit unter dem Video Kommentare hinterlassen oder auf Facebook über Rezeptwünsche, Anregungen. Es ist alles willkommen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Macht es gut. Für euch.